Es geschieht mitten in Deutschland, hinter biederen Fassaden, in angeblich heilen Pflegefamilien. In staatliche Obhut werden Kinder gegeben, um sie zu retten. Eine Maßnahme, die in manchen Fällen furchtbar misslingt. Im Kreis Paderborn wird Erik I. vom Pflegevater sexuell missbraucht. Also 10 Jahre war ich ungefähr alt, als es anfing. Ein kleiner Junge. In derselben Ersatzfamilie wird auch seine Schwester Angelika I. vom Pflegevater sexuell missbraucht. Das, was der Pflegevater gemacht hat, also nach einer Zeit dachte ich mir wirklich, dass das normal ist, dass das jedem Kind so ist. Kein Einzelfall. Im Burgenlandkreis wird auch Erik W. über Jahre von seinen Pflegeeltern gequält und misshandelt. Wenn das Jugendamt da war, dann wurde man überschminkt oder so, oder wurde eben so angezogen, dass man eben das meiste verstecken kann. Erik ist 5 Jahre, als das Jugendamt ihn von seiner leiblichen Mutter trennt und im Kinderheim unterbringt. Mit 8 kommt er dann in eine Pflegefamilie in der Nähe von Naumburg. Ich war hier 5 Jahre bei Pflegeeltern untergebracht, was mit einer sehr schönen familiären Zeit anfing, sich jedoch dann schlagartig änderte, als das dritte eigene Kind dazugestoßen ist. Und von da an war es von einem Tag auf den anderen wie vom Himmel in die Hölle. Erik erlebt die Hölle nicht allein. Auch seine jüngere Schwester Jasmin wird in der Familie mit dem gepflegten Haus und dem angeblich untadeligen Ruf untergebracht. Auf die Behörden hatte das Ehepaar Matthias und Katrin S. einen guten Eindruck gemacht. Was zu Hause geschieht, erfährt zunächst niemand. Wenn die Mutter nicht zu Hause war, dann kam der Vater richtig in Fahrt. Der hat mich in einem Metallflock geschlagen. Getreten, in den Bauch geboxt, gewürgt. Es gab so viele Situationen, da muss man wirklich schon überlegen, was es noch alles gab. Mittlerweile sind seine Peiniger verurteilt, allerdings nicht rechtskräftig. Deshalb sind sie noch auf freiem Fuß. Versuch einer Nachfrage. Guten Tag, wie erklären Sie die Vorfälle mit Ihren Pflegekindern? Was? Wie erklären Sie die Vorfälle mit Ihren Pflegekindern? Habe ich nichts zu erklären. Was sagen Sie zu den Vorwürfen? Rund 100.000 Euro hat das Paar für die Pflegschaft bekommen. In der ganzen Zeit bleibt das Leiden des Jungen angeblich unbemerkt. Das Jugendamt kann oder will nicht sehen. Wohl auch, weil Erik die Misshandlungen für sich behält. So erfährt die Behörde auch nicht, dass er nachts regelmäßig eingesperrt wird. Im Jugendamt habe ich nie was gesagt, nein. Warum nicht? Wir wurden, sagen wir mal, darauf vorbereitet, auf die Situation. Und uns wurde Angst gemacht, uns wurde eben gedroht, damit wir nichts sagen dürfen. Entweder mit Schlägen oder auch wenn wir später dann mal im Heim sein sollten, man würde uns finden und wir würden unsere gerechte Strafe dann kriegen. Beim zuständigen Jugendamt erkannte man den Handlungsbedarf nicht. Im Pflegekinderdienst betreut eine Mitarbeiterin jeweils 50 bis 80 Kinder. Ein Pensum, das pro Jahr offenbar nicht viele Besuche zulässt. Wir haben ca. 2 bis 3 Hausbesuche und 4 bis 5 Kontakte. Also das ist eigentlich das Problem. Und wie viel Zeit bleibt dann fürs Kind? Wenn Sie einen Hausbesuch schon im Idealfall mit 90 Minuten einplanen können, bleibt maximal die Hälfte der Zeit fürs Kind, eher 30 Minuten. Ist das zumutbar? Es ist so. Nach 5 Jahren reist Erik schließlich aus und kommt wieder in ein Heim. Weit weg von den Pflegeeltern beschließt er, sich zu offenbaren.
Da konnte ich in der Nacht nicht schlafen. Da habe ich einfach nur alles aufgeschrieben, was mir da gerade durch den Kopf geschwirrt ist. Und das waren eben viele detaillierte Einzelheiten, die dann in der Familie auch abgelaufen sind. Aber mir wurde dann vom Jugendamt geraten, dass die Anzeige wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht durchkommen würde und so. Und da habe ich dann eben erstmal für mich versucht zu belassen und habe es versucht zu verarbeiten erstmal und damit abzuschließen. Erst als auch Jasmin, die weiterhin in der Pflegefamilie lebt, sich einer Erzieherin anvertraut und sogar von Missbrauch spricht, wird Anzeige erstattet. Anfang des Jahres wird den Pflegeeltern schließlich in Halle der Prozess gemacht. Es ist das letzte Mal, dass sie ihren ehemaligen Schutzbefohlenen, die in ihrem Haus zu Opfern wurden, begegnen. Matthias S. erhält 3,5 Jahre Haft und seine Frau 1,5 Jahre ausgesetzt zur Bewährung. Ein Fall, der die Frage nach dem Warum aufwirft. Wieso wurde nichts bemerkt? Für die Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Landesverbandes für Pflegekinder liegt der Fehler im System. Es gibt keinerlei Kontrollebene für Jugendämter. Und das führt dazu, dass Kinder, die im Jugendhilfesystem Hilfe suchen oder denen dort geholfen werden soll, unter problematischen Bedingungen dort, ich sag mal, aufbewahrt sind und sie das Glück haben müssen, auf ein gut funktionierendes Jugendamt oder auf einen gut funktionierenden Sozialarbeiter zu treffen. Ansonsten haben sie Pech. Dass Pech ein anderes Wort für Missbrauch sein kann, haben auch die Geschwister Angelika und Erik I. erlebt. Über Jahre wurden sie in der Pflegefamilie von ihrem Ersatzvater Karl-Heinz E. sexuell missbraucht. Auch hier haben die Behörden nichts bemerkt. Dann fing es an, von wegen, dass der Pflegevater, der so hat Annäherungsversuche gemacht mir gegenüber. Und ich weiß nicht, also ich dachte mir immer, das ist komisch. Halt, dass ich missbraucht wurde, das war von ihm, das ist über mehrere Jahre hinweggegangen. Und er sagte immer zu mir, wenn du das sagst, dann komme ich ins Gefängnis und du kommst ins Heim. Ich habe einfach versucht, an was anderes zu denken. Danach war der nachdem das war, war er immer der Netteste auf der ganzen Welt halt zu mir. Es dauert Jahre, bis die heile Weltfassade zerbricht und der Pflegevater angeklagt wird. Seit 1,5 Jahren sitzt er jetzt in Haft, verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs, begangen an seinen Pflegekindern. Bis heute leugnet er die Taten, ein Verhalten, für das ihn leider niemand anklagen kann. Man hat mir vorgeworfen, die Kinder sexuell missbraucht zu haben. Beide Pflegekinder, das Mädchen und den Jungen. Das Mädchen von Anfang an und den Jungen erst später. Und der Vorwurf war, diese Kinder eben, um es mal ganz konkret zu sagen, vaginal, oral und anal missbraucht zu haben. Wie sehen Sie das, dass Gutachter die Glaubwürdigkeit der Kinder bestätigt haben? Ich sehe das als falsch. Laut Jugendamt war seine Familie fachlich und persönlich geeignet, um Pflegekinder aufzunehmen. Angelika, damals 3, und ihr Bruder Erik, damals 6, waren die ersten, die länger bei ihnen waren. Für die Kinder ein Martyrium. Und dadurch, dass er gesagt hat, dass ich ins Heim komme und meine Mutter nie wiedersehen werde, ich weiß nicht, ich hab's geglaubt. Ich hatte halt Angst, meine Mutter nie wiederzusehen. Eine schlimmere Drohung gibt es für die Geschwister nicht. Denn obwohl ihre leibliche Mutter Probleme mit sich und dem Gesetz hat, freuen sie sich auf jeden Besuchskontakt. Zurück zur Pflegefamilie wollen sie dagegen nie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da was nicht in Ordnung ist. Dass da irgendwas vorgefallen ist. Weil Angelika hat sich ja teilweise so geweigert, zurückzufahren. Die hat sich im Keller eingeschlossen oder ein Zimmer verbarrikadiert. Zurück zur Pflegefamilie? Zurück zur Pflegefamilie, das war eine Katastrophe. Das war immer eine Katastrophe, das war immer eine Katastrophe. Immer wieder wendet sich Helene N. an das zuständige Jugendamt, berichtet davon, dass ihre Kinder in der Ersatzfamilie geschlagen werden. Daraufhin gibt es zwar Gespräche mit den Pflegeeltern, aber keine Konsequenzen. Die Kinder selbst haben das Vertrauen in die Jugendamtsmitarbeiter zu diesem Zeitpunkt längst verloren. Wenn ich
ihr etwas erzählt habe, von wegen, dass ich geschlagen wurde, dass ich Arsch voll gekriegt habe mit einem Schlappen, dann ist sie hingegangen, nachdem ich gesprochen habe mit ihr, ist sie hingegangen, hat sie mit den Pflegeeltern gesprochen und hat denen alles erzählt. Und deswegen konnte ich dem Jugendamt nicht mehr vertrauen. Eine unverständliche Vorgehensweise für den ehemaligen Jugendamtsleiter der Stadt Herten, der selber lange Jahre im Pflegekinderdienst tätig war. Es kann doch nicht sein, dass ein Kind kommt und sagt, mir geht es schlecht, mir geschieht etwas oder so, und dass man gleich damit eine große Runde macht. Man muss doch dem Kind die Möglichkeit geben, sich vertrauensvoll zu äußern. Das wird nicht immer der Sozialarbeiter des Jugendamtes sein. Das kann eine Erzieherin sein aus dem Kindergarten. Das kann der Lehrer sein, der vielleicht die Vertrauensperson ist. Und wenn die dann sagt, so und so ist das, dann sollte man das sich in Ruhe anschauen. Angelika und Erik hatten diese Möglichkeit nicht. 9 Jahre waren sie dem Pflegevater ausgeliefert. Seine Haftzeit wird weniger lang dauern. Ich bin froh, dass sie wenigstens zu 8 Jahren, dass er verurteilt wurde. Und ich hoffe, dass er irgendwann mal zugeben kann, dass er das gemacht hat. Dass er mal so viel Mann ist, dass er sowas bewahrt, dass er dann sagt, okay, ich habe den Scheiß gemacht. Und dass vielleicht auch irgendwann eine Entschuldigung fällig ist. Das würde ich mir wünschen, dass er das einfach mal auch versteht, dass das, wir waren Kinder und dass sowas nicht geht. Für das Jugendamt wird es keine strafrechtlichen Konsequenzen wegen unterlassener Hilfeleistung geben. Selbst auf eine Entschuldigung der Behörden warten Angelika und Erik bislang vergebens.